Und da wären wir in Folge 5. Ja, müsste 5 sein. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zu dem Spinnennest. Holen unser Gold. Gehen diesmal zurück. Und dann sollten wir eine neue Waffe zusammen haben. Zumindest wenn wir es bis dahin überleben. Ach, da geht's ja schon wieder los mit Fledermäusen. Blöde Mistviecherin. So, hier müssen wir jetzt wieder gucken, wie wir hier vorbeikommen. Schleim hier. Und 2 Gold 45. Ah, das ist nur Goldfisch. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh, was doof ist. Heute reicht die Hook dann doch nicht. Oder doch? Oh, ganz zum Ende durch und dann gucken wir mal, ob wir die Sachen für den Spinnenstab kriegen oder uns lieber gleich wieder verpissen, wenn unser Gold noch da liegt.
würde jetzt eher aufs Weiteres tippen, aber das zeigt sich ja gleich. Ja, und da war unser Gold. Oder zumindest ein Teil davon. Na, das reicht. Gar nicht weiter riskieren hier. Sind den Weg jetzt nun wirklich oft genug gelaufen. So, der Armstealer da. Und dann würde ich eigentlich sagen, nehmen wir eindeutig den Mini-Shark. Gleich verkaufen. Ah, wunderbar. Ja, Matchblock brauchen wir. Das Gold legen wir hier gleich wieder rein. Können wir doch jetzt die Spinnen töten. Ah, ja, wollen wir uns natürlich nicht wieder so einen Fallschaden einfangen. Das war recht unpraktisch. Oh, der 50. Zombie schon. Das hätte ich jetzt eher nicht so gedacht, aber das Spiel sagt dann das ja sowieso. Ob man es wissen will oder nicht. Tipp, tipp. Achso, dann müssen wir erstmal den Müll hier entfernen. Ach. Bei Schaden nehmen wir natürlich immer noch. Oh.
Ach du Kacke, einleben. Knapper geht's jetzt nun wirklich nicht. Ah, da haben wir noch ein paar Pilze. Dann sollten wir jetzt ein klein wenig besser aufpassen. Klein wenig heftig. Nochmal gar nicht weggeräumt. Gut, mit den Leben wird das jetzt allerdings nichts. Leider können wir die jetzt auch gerade überhaupt nicht ändern. Was ist denn hier das Geräusch eines Wüstenkäfers? Oh. Glaubt der hat da gerade den Tiefenmesser fallen gelassen. Ja, eindeutig. Nein, jetzt Salamander drin. Gleich noch. Oh, gar nicht so viele Spinnen, ja.
waren doch gerade da. Da haben wir doch die Fledermäuse. Oh, da haben wir noch ein paar stehen. Wir haben aber alle nicht das Zeug dabei. Das ist vielleicht erst im Hardmode mit dem Spinnenstab. Aber wenn ich das noch wüsste. Naja. Gehen wir einfach weiter. Ah, da ist er. Ja, was? Blöde Fledermäuse, immer das gleiche. Eine Fledermaus unter Wasser. Interessant. Gut. Gold in der Nähe, sagt unser Metalldetektor. Jetzt sagt er Kiste in der Nähe. Kann sich auch nicht entscheiden. Ah, da ist die Kiste. Ist auch eindeutig leichter zu finden als das Gold. Cloud in the Border, schon wieder. Nur einfach mitnehmen. Ist zumindest was wert. So. Noch gleich mal in die Höhle laden.
Quarantäne können wir, glaube ich, immer noch nicht abbauen. Oh, können wir doch. Interessant. Bringt uns allerdings, ohne den Boss zu töten, überhaupt nichts. Und der droppt ja mehr als genug von dem Erz. Ich hier alleine blöde Sonnenta. Jetzt bist du tot. Irgendwo ein Treasure Room sein. Eine Fit-Gegend ohne Treasure Room haben wir noch nicht gehabt. Aber naja, immer mal was Neues. Lebenskristall in der Nähe. Ah, das liest man doch gerne. Geht's hier schon wieder raus aus dem Gebiet? Dann ist das eindeutig nicht die richtige Richtung. Also vielleicht für den Lebenskristall, aber nicht für den Raum, den ich suche. Okay. Ist auch schon wieder raus. Ja, dann gibt es nur nach oben. Irgendwie nicht. Naja, dann wohl nicht. Gibt
für alles ein erstes Mal. Hätten wir dann hier den ersten Graphitbereich ohne Treasure oben. Ach, das ist ja schon wieder einer. Ah, da ist der Lebenskristall. Lava. Wir sind ein klein wenig tiefer als ich wollte. Aber das macht jetzt auch nichts. Oh, blöde Fledermaus. Auch unbedingt ein Koboldschild. Das bringt uns jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was. Der Punkt für Gold ist ja dann auch schon bald überschritten und ach, 11 Erz nur. Na gut. Wir lassen es aber trotzdem liegen. Amethyst lassen wir allerdings nicht liegen. Lebenskristall in der Nähe.
evil presence watching you. Oh. Das ist super, dann nehmen wir mal den Recall Potion. Und dann jetzt zwar, dann müssten wir jetzt eigentlich dem Boss begegnen. Dem ersten. Der, da wir noch keine Uhr haben, habe ich noch keine Ahnung, wann genau der denn jetzt da ist. Eine Stunde nachdem diese Nachricht kommt, kommt der Boss. Und da haben wir auch schon wieder einiges an Gold gefunden. Emerald, Teilkiste, Tungsten, das Zinn. Gehen wir mal lieber nach draußen. Der Boss kommt gleich. Müsste eigentlich das Auge sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Das wird ein Spaß. Überhaupt nicht. Das wird wohl nichts werden. Keine Heiltränke, kein gar nichts. War immer noch besser, als ihn in der Höhle dann am Arsch zu haben. Sein Rumgecharge. Es geht immer tierisch auf den Keks. Kollege, wo bist du? Gut, der wird dann wohl ja doch sterben. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht so erwartet. Aber naja. Das ist ja auch hier drin. Wenn der überhaupt schon welche hat, Grimtain Ore zumindest schon mal gehabt. Das bringt uns jetzt nicht wirklich was. Zumindest das Ohr, aber das andere Zeug haben wir leider nicht. Topaz Hook, ne, wir haben den Emerald Hook, den brauchen wir nicht. Bloß nicht wieder ein Bogen. Nee, 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 nee. Wir können die Pickaxe leider nicht bauen. Da fehlt uns von dem zweiten Boss das Zeug.
Nee, Tungsten liegt hier gar nicht rum. Hier kommt. Ach, Topaz kommt hier noch rein, genau. Wusste doch, da war noch irgendwas. So, beim Hausbau den Matsch rein. Crimson Seeds hat er noch dabei gehabt. Ja, nee, die braucht man nicht wirklich. Steine, obwohl die eigentlich im Hausbau reinkommen sollten. Messer. Ne, Quatsch, das. Night or Teleportation. Ah, den kann man dann beim nächsten Mal benutzen. Pilze noch hier rein. Brauchen wir. Das ist zum Färben weg. Das Schild weg. Gut, dann haben wir noch den Zombie getötet und dann können wir noch schnell einen Mana-Kristall machen. Dann sind wir auch schon wieder fast bei 40 Minuten. Dann würde ich dann so Mana erhöht und dann würde ich hier erstmal wieder ausmachen. Bis zum nächsten Mal.